Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um das Thema Stoffe raffen. Und das ist ja auch ein Detail, was ich in meinen Schnittmustern sehr, sehr gerne einsetze, weil ich es einfach schön finde und weil es auch einfach, ja, also dem Schnitt so eine ganz schöne Note gibt, finde ich. Und es kommt oft die Frage, welche Variante des Stoffe-Raffens denn meine Lieblingsvariante ist. Und das kann ich so pauschal gar nicht sagen, aber ich dachte, das ist ein perfektes Thema, um das hier auf dem Kanal mal zu behandeln. Genau, wenn dich das Thema Nähen interessiert und Videos und Nähanleitungen zu meinen Schnittmustern für dich interessant sind und Tipps und Tricks rund ums Nähen, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Bitte auch unbedingt die Glocke aktivieren, die daneben ist. Denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Das fällt mir auf bei meinen Abos, dass ich da manchmal erst 2, 3 Wochen später irgendwie eine Info kriege. Und ja, das ärgert mich dann immer. Aber gut, kommen wir zum Thema. Ich habe mir heute hier 3 dehnbare Stoffe genommen. Das ist einmal ein Jacquard. Dann ein Sommersweat und ein ganz normaler Baumwolljersey. Genau. Und wie du siehst, das sind alles dehnbare Stoffe. Wenn das Thema auch für Webware interessant ist, also für Viskose beispielsweise oder Tencel oder für Baumwolle, dann hinterlass mir einen Kommentar unten oder ich könnte eigentlich auch eine Abstimmung hier oben reinmachen. Ne? Also dann mache ich mal da irgendwo eine Abstimmung hin. Dann mache ich dazu auch nochmal ein Video und an den 3 Stoffen zeige ich jetzt mal 3 verschiedene Varianten des Raffens. Also los geht's! So, das sind hier nochmal die 3 verschiedenen Materialien. Einmal der Jacquard und dann habe ich mir noch einen Sommersweat genommen. Der ist ein bisschen dehnbarer als der Jacquard unten, aber auch ein bisschen dicker als der Baumwolljersey. Dieser hier, genau. Ja, das sind die Materialien und an den 3 Stoffen werde ich mit folgenden 3 Hilfsmitteln das Ganze raffen. Und zwar einmal als allererstes mit einem Gummiband. Jetzt hier bitte nicht verunsichern, ne? Das ist genauso von der Elastizität wie diese Gummibänder, die man auch im Geschäft kaufen kann. Dann habe ich hier Framilon. Das ist auch dehnbar und wo ist es hin? Da, genau. Ist eben durchsichtig und gibt es auch in verschiedenen Breiten. Und zu guter Letzt habe ich noch eine ganz einfache Variante. Und das ist dann die mit einem Hilfsfaden. Der kommt gleich. Und zwar da. genau, und den kann man ganz einfach auch aufnähen und dann da raffen. So, dann fangen wir mal an. So, ich teste vorher immer die Elastizität des Gummibands oder eben auch des Framilons und kann dann schon mal schauen, wie sich der Stoff dann eben auch verhält oder wie weit das Gummiband überhaupt gedehnt werden kann. Ne? Genau, und das wird erstmal ausprobiert. Ich habe jetzt hier geschaut, wie ich das gern hätte und mache mir da jetzt eine Markierung rein und schneide dann aber ein bisschen mehr Gummiband ab, damit ich eben auch noch was zum Festhalten habe. Und dann geht es hier auch nochmal ans Testen. Und das würde ich dir vorher immer empfehlen, nochmal zu gucken, eben, ne, passt das von der Elastizität, haut das hin. Wenn eben der Gummi aufgenäht ist, dann ist der dran. Und man hat da nicht mehr so viel Möglichkeit, das nachzujustieren. Genau, dann geht es weiter mit dem Framilon. Und da sieht man hier schon, dass es nicht so flexibel ist wie der Gummi, den ich da habe. Also da muss ich mehr zuschneiden.
und es ist auch ein bisschen störrischer und dicker. Hat allerdings den Vorteil, dass es eben transparent ist und man es hinterher nicht sieht oder nicht so gut sieht. Genau. Und es hat den Vorteil, dass es beim Waschen beständiger ist. Ne? Also das Kleidungsstück wird ja dann auch gewaschen und dann kann eben der Gummi schon auch ausleiern oder eben sich so in seine Einzelteile zersetzen. Das kennst du bestimmt von Kinderhosen oder von Hosenbund, wo das oben eingenäht ist. Und ja, da hat man eben hier den Vorteil, dass das Ganze da resistent ist. Ne? Genau, also der wird auch zugeschnitten und auch da so ein bisschen ein Stückchen zum Festhalten bitte dran lassen. So, los geht's mit dem Raffen mit Gummiband. Und da ist es eigentlich ganz einfach. Ne? Das Gummiband wird auf den Stoff aufgelegt, vorzugsweise auf der Rückseite. Also jetzt bitte hier nicht verwirren lassen. Und dann ist wichtig, dass man das natürlich mit einem elastischen Stich annäht. Also ich habe hier den Zickzackstich genommen, auch einen etwas weiteren Zickzackstich. Und dann ist wichtig, dass nicht der Stoff gedehnt wird. Der soll eigentlich nur glatt liegen, aber das Gummiband wird eben gedehnt aufgenäht. Genau. So. Das Raffen mit Framilon läuft im Prinzip genauso ab wie das mit dem Gummiband. Hierbei ist nur wichtig, dass du, siehst du jetzt hier gleich, hinten dran noch ein Stück Framilon lässt, was du anfassen kannst und wo du quasi ein bisschen mithelfen kannst. Das ist so störrisch und störrisch, aber eben weniger elastisch, dass es einfach schnell wegflutscht. Ne? Also gerade jetzt hier siehst du es gleich. Beim Nähen eben auch hier einen elastischen Stich nehmen, aber da ist es mir schon weggerutscht. Also hier ist wirklich wichtig, da das Band doch mehr unter Spannung steht, dass du hinten einen Zipfel hast, den du festhalten kannst und wo du am Anfang einfach ja, das Ganze ein bisschen mitführen kannst. Alles in allem bin ich jetzt nicht unbedingt so der Fan des Annähens von Framilon. Zumindest nicht, wenn es so stark gedehnt werden muss. Denn durch die glatte Oberfläche rutscht eben da alles gerne weg. Sowohl der Fuß vom Framilon als eben auch das Framilon auf dem Stoff. Also da muss man wirklich ganz schön aufpassen, dass man da, ja, dass es auch schön wird letzten Endes. Ne? Und dass es auch vor allen Dingen gleichmäßig gerafft wird. Genau, jetzt bin ich hier durch, aber jetzt sieht man auch gleich, dass mir das jetzt hier wirklich nicht so gut gelungen ist, ne? Auch mal wieder. Es ist nicht so schön gleichmäßig und damit wäre ich jetzt persönlich nicht ganz so glücklich. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsmethode. Das Annähen des Hilfsfadens. Und genau, da kannst du einen ganz einfachen Geradstich nehmen. Ich nehme auch immer einen ganz weiten Geradstich. Man kann das theoretisch auch mit der Hand heften, aber hier mit der Nähmaschine geht das ja auch super. Und wichtig ist, dass eben vorn und hinten wirklich ein langes Stück Faden übrig bleibt, also am Anfang und am Ende. Und dass man dann eben an dem Faden festhalten kann und den Stoff daran raffen kann. Wenn man gerne auf Nummer sicher gehen möchte, dann kann man da noch eine zweite Naht daneben nähen. Das ist dann ja, zu empfehlen, wenn man etwas dickere Stoffe hat. Dann lässt sich das oben
nochmal gleichmäßiger raffen. Und am Anfang, wenn man das die ersten Male macht, ist das auch ganz praktisch. Also da noch eine zweite Naht oben rein. Genau, und dann ist man auf der sicheren Seite. Für das Raffen nimmst du dir dann eben entweder den ein oder die zwei Oberfäden oder die ein oder zwei Unterfäden und hältst die fest und raffst dann den Stoff da schön gleichmäßig entlang. Also total einfach und easy. Ich habe die jetzt nochmal alle übereinander gelegt. Ihr seht, das also ist Nummer 1, der angenähte Gummi. Mag ich sehr gern, denn also zum einen kriegt man es relativ gleichmäßig hin, wenn man ein bisschen Übung hat. Man sieht hier, dass der Sweat irgendwie weniger gerafft wurde, aber Jacquard und Jersey haben auch also ungefähr die gleiche. Genau, also sind gleich viel gesagt. Das liegt wahrscheinlich an der Beschaffenheit des Stoffes. Das hat zusätzlich noch den Vorteil, dass der Gummi ein bisschen dünner ist. Man hat, lässt den ja dran wahrscheinlich mit der Lage. Und auch wenn man dann nochmal zwei Stofflagen und den Gummi hat, ist es eben nicht zu dick. Genau. Jetzt zum Beispiel hier bei dem Jersey würde ich den Gummi auch nochmal zurückschneiden, dass eben nur die Naht übrig bleibt. Und genau. Es sieht halt auch am Jacquard schön aus, bei dem etwas dickeren Stoff. Und ja, ich mag das sehr gern. Jetzt haben wir hier die Framilon-Variante. Finde ich, ja, es wird immer ein bisschen ungleichmäßig bei mir. Also ich kriege das damit nicht schön hin. Wie gesagt, es hat den Vorteil, dass es klar und transparent ist. Und dass eben das Ganze auch bei der Wäsche beständiger ist. Hier sieht man auch, dass der Jersey und der Sommersweat auch ungefähr gleich viel gerafft wurden. Also das ist jetzt auch kein großer Unterschied. Beim Jacquard hat das irgendwie nicht so geklappt. Ja, der ist irgendwie weiter geworden. Das sieht man gleich. Also hier sieht man, die Enden sind gleich. Ja, das passt eigentlich soweit ganz gut. Der Jacquard fällt da ein bisschen aus der Reihe. Was hier der Fall ist, durch das festere Framilon wird eben oben die Naht dicker beim Zusammennähen. Ne? Also das kann vielleicht ein bisschen störend werden, je nachdem, was man so für Stoffe nimmt und wo die Naht dann ist. Ne? Weil du hast ja dann zwei Stofflagen und zusätzlich noch das festere Framilon da. Ja. Und jetzt mein Liebling hier, die Variante mit dem Hilfsfaden. Und die mag ich wirklich gern, weil sie, also braucht man nichts, ne? Das kann man immer machen und es funktioniert auch eigentlich bei jedem Stoff. Es ist variabel, das bedeutet, ich bin nicht abhängig davon, wie dehnbar eben der Gummi oder das Framilon ist. Und ich kann es auch als Riesenvorteil eben während des Nähens nochmal nachjustieren. Also wenn ich das Ganze jetzt schon mal gerafft habe und dann jetzt hier beim Zusammenlegen der Stoffe merke, Mensch, ich brauche ein bisschen weniger Raffung oder auch ein bisschen mehr, dann kann ich das beim Zusammenstecken eben nochmal korrigieren und dann ja, habe ich es eben auch schön. Es ist ein bisschen tricky am Anfang, weil man den Dreh rauskriegen muss, das Ganze eben gleichmäßig zu raffen, dann auch gleichmäßig aneinander festzustecken und dann beim Nähen eben auch mit dem Fußdruck darauf zu achten, dass die Raffung gleichmäßig bleibt. Aber den Dreh hat man nach 1, 2, 3 Malen eben auch raus. Noch ein Vorteil ist, man kann halt auch richtig doll raffen, so wie hier. Ne? Und ja, eine Sache, auf die man aufpassen muss, ist, dass oben die Kante sich nicht nach innen dreht. Ne? Also das will das immer mal ganz gern so da, ne? Dass das so innen umklappt. Da aufpassen, dass das eben nicht passiert und dass das Stück oben drüber auch gerade dann beim Nähen auf dem anderen Stoff aufliegt.
Was ist noch zu sagen? Ach so, ja klar, der Faden, den kann man hinterher, wenn alles zusammengenäht ist beim Verkleidungsstück, eben auch super wieder rausziehen. Also wenn man den jetzt in so einem Neongrün macht, jetzt hier bei diesem Jacquard zum Beispiel, dann sieht man den Faden später auch schön, kann den nach dem Zusammennähen wieder rausziehen und hat dann eben auch nichts mehr, was dann stört. Ne? Also wie so ein Framilon, was drin bleibt, oder wie ein Gummi, der eben drin bleibt. So, das war es auch schon. Welche Variante so deine Lieblingsvariante ist, die kannst du mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Also bei mir ist es wirklich so der Hilfsfaden, an dem ich langgraffen kann, weil das doch auch die flexibelste Variante von allem ist. Da kann man hinterher nochmal so ein bisschen nachjustieren und das Ganze dann auch nochmal ein bisschen lockern oder noch ein bisschen mehr raffen. Ja, so ein bisschen tricky ist am Anfang, dass man wirklich alles gleichmäßig rafft, ne? Und nicht die eine Seite dann so stärker gekräuselt ist als die andere. Aber da kriegt man den Dreh eigentlich auch relativ schnell raus. Genau. Ja, und ansonsten war es das für heute. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!